Ey, du, Dirk, komm mal her, du. Wir brauchen sowieso gerade. Ach, komm mal, über Wetter reden kann man immer, oder? Über Wetter reden kann man immer. So. Immer noch aufgebracht. Was hat er denn jetzt? Schreckliche Dusche, weil geduscht hat. Diese billige Dusche hat sich angefühlt, als würde sie statt beruhigendem Wasser Hagelkörner spucken. Oh. Hast du was kaputt gemacht, Gerd? Da kann man mal über das Tanzen reden. True Bay Imta. Ah, hey, Da kann man nur über die Bruce. gestresste Stimmung labern. Upatash. Ah. Zaryuda Arfenai. Bepimbal. Isba. Niminu Frifa. Shaushikasoi. Dursuna Kana. Shibar Bluhane. Yaba Zanks. Huh, Griffin. Also, ah, Gerd, Dabuni. dein Bleistift ist kaputt gegangen. Yib, Sequinario. Überhitzt. Outfits, Kleidung ausziehen. Brennt da jetzt klein Nacker drum, tatsächlich. Nehmen wir mal, lieber die da, oder? Oh, will über Stranger will labern. Shishi Twab? Na, Duroy. Ah, Dorma. Ah, hat er über Aliens geredet oder was? Ob sie das Wissenschaftsgebäude im Krater wieder eröffnen? Davon geht doch sicher keine Gefahr aus. Fragt Dirk. Komm, gib mir mal Reparaturtipps, dass du auch Hagelkörner in der Dusche hast. Toll, es ist ja angespannt. Warum bist du? Wegen Berührungsängste. Na denn? Ayo, Blumsi, vielen Dank für den Host. Na, Kleine, wie geht's dir? Clash. Hey, Miyuto. Komm, bippen den Boy. Ja, du warst doch vorhin schon mal da. Born a Cabe. The North Save Pando. Tuma Fanul. Ist schon wieder am zwischen den Streams rumhoppen, ja? Blanc. Ist schon neu. Simone Saru. Bashin. Was guckst denn du hier an unserem Ding hier an? Sturka Jabe. Saba, Venish, Sabo, Abrosa Doka, Bizik Fluhane. Yabna, Jungi Plavum. Ich weiß nicht genau, was der da macht mit unserem PC. So, jetzt will er. Ey, der zockt einfach unsere Heißkost kaputt hier. Hey Gerd, ich würde mir das nicht gefallen lassen, wenn die Jubia. Die sind immer noch aufgebracht. So. Eigentlich, was wollten der? Er guckt Fernsehen. Er braucht, dass er Fernsehen gucken. So, was hatten wir denn hier? Wir haben jetzt hier nichts Freies mehr, oder? Gehen wir mal da. Achso, haben wir hier. Hier waren doch immer noch ein paar freie. Okay, also die Mod lässt wohl alles einziehen. Es ist alles voll. Das hast mich schon gefragt. Nein, ich habe vergessen zu hosten, aber man merkt, dass es Standard geworden ist. Standard? Du meinst Standard? Was, dass man hostet oder dass man gehostet wird? Okay, 0 von 2 verfügbar, 0 von 4. Okay, die Mod sorgt wohl dafür, dass die Leute einziehen. Okay, da muss ich aufpassen. Das heißt, ich muss dann erst, wenn ich also wenn ich dann Community Member einziehen lassen möchte,
Vielleicht fragst du, wie sein Gi, ja, das gehört auch mit dazu, ne? Und es kann ja auch sein, dass von vorhin zu jetzt sich dein Gemütszustand verändert hat. Ist ja möglich, ne? Okay, also frei haben wir hier nichts mehr. Ja, das eine hier ist auch Eishaupt. Paulus. Okay, hier hatten wir doch auch noch frei. Ja, hier ist überall jetzt nichts mehr frei. Hey, das ist gut zu wissen, das ist die Mod. Die hier einziehen lässt, was ich lustig finde, weil bei mir im Privaten ist das nicht so, glaube ich. Muss ich noch mal gucken. Hier ist Sigwars drin. Lassen wir denn nun mal hin. Ah, richtig. Hier war's. So, weil er heißt ja gejoggt und gelaufen und hat getan und überlegt und so weiter, unser Gerd. Aber er ist sich noch nicht ganz schlüssig, was er werden möchte. Er muss noch ein bisschen überlegen. Und deswegen denkt er sich nun, aber wenn ich doch, kann er hier laufen. Warum ist denn hier auf 3? Achso, jetzt war er hier. Caleb Vandore ist hier ein Yoga-Lehrer. Ja, nice. Er kann ja hier erstmal ein bisschen schwitzen. Baby machen mit Charlotte ist hier. Okay, wo ist Charlotte? Da ist Charlotte. Ja, das hier, übrigens, Weltstar, ist eine sehr gute Freundin von meiner Privatsims-Dame. So, wir gehen jetzt hier erstmal. Also lassen Gerd erstmal entspannen. Dann kriegt er erstmal Stielaugen wegen dieser komischen Aura, oder? Naja, rennen sie einfach über den Haufen, kann man auch machen. Also wenn man das einmal kann, verzeiht man das noch, Gerd, ne? Aber wenn man das öfter macht, dann weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Aber ich finde das ja halt schon, wie gesagt, ne? Ich finde das, ich feiere das halt mega. Da vor allem, dass du dann auch so die Häuser, selbst wenn du die Mauern unten hast, dass hier halt alles so ist, wie es eigentlich ist und dass man das sieht, ne? Ich feiere das halt ein bisschen. Tatsächlich. Das heißt ein bisschen, ich feiere das sogar mega. Und Plumsi, freust du dich schon auf morgen? Einzige, was man hier so ein bisschen, was ich mir wünschen würde, ist mit WASD das den noch selber steuern. Das wäre dann auch so das i-Tüpfelchen. Ja. Dass man dann auch mal sagen kann, okay, ich gehe jetzt selber durchs Haus durch und durch eine Tür, weil man kann so zwar ein bisschen steuern, aber hier draus kann ich halt jetzt nicht, weil da eine Tür ist, ne? Kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich gehe da raus. Ja, okay, jetzt wird's gehen, wenn da halt gerade einer aufmacht, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, geht es halt nicht. Und dann so noch ein bisschen steuern und durchs Haus durch, das würde ich noch feiern. Das wäre dann so das i-Tüpfelchen. Hey, Swarzelatuni. Squire Borbehe. Labert ja uns ja voll von der Seite zu, oder? Einmal mal in die Sauna gehen, Typen von der Seite anlabern und wieder gehen. Warum nicht? Kann man mal machen. Hey, ja, Sabeltuni Pipua. So, verpiss dich, Alter. Sonst hast du die Kamera gleich wo stecken, wo keine Sonne scheint.
Hat er geschluckt. Er schwitzt immer noch. Ach, wir haben noch gar nicht mit dem gelabert. Du, Mortimer Grusel. Mal ruhig. Oi, guck mal, alle Jalotsche. Oi, Jalotsche, was schaust du so traurig, hä? So, hier, so. Könnt ihr euch in der Sauna nicht unterhalten, oder was? Ich glaube, die können sich in der Sauna nicht unterhalten. Verstehe ich aber nicht, warum. Ah. Nor, Betty, Buncha, Floss, Drift. Oh, Paparazzi bedrohen. Er kann jetzt sein soziales Netzwerk am Computer nutzen. Außerdem kann er einem Spiegel das Geschichten erzählen, üben und sich einem anderen Sim-Kokett vorstellen. Ich glaube, der Paparazzi Hanna Hubert hat einen Röhre in der Braten. Nein, das war nicht falsch ausgesprochen, das war beabsichtigt so. So, dann kann er jetzt noch ein bisschen trainieren. Ich wollte gerade sagen, ich trainiere auch immer mit Bademantel oder mit Handtuch. Sehr stabil. So. Und dann müssen wir mal gucken, ob er danach weiß, was er werden will. Oder ob er weiter grübeln muss. Aber das ist schon ein interessanter Zufall, ne? So, so, Pippo ab! So, nur aber mal hier, ne? Der dritte Paparazzi in einer Stunde. Der Krieg stirbt aufs Maul. Wie die gerade angefangen haben, habt ihr das gesehen? Erzaurus wird in seinen ersten Kampf verwickelt. Glaubt, der hat verloren. Vermöbelt. Aber hey, er stand sein Mann, der hat's probiert. Und da ist gleich der Nächste. Probier es mal lieber mit Bedrohen. Bambic Trimba? Oh, Chorky Growl. Na, wie viel Minus gab das jetzt? Oh, nicht so viel. Oh, die haben wir richtig. Oh, da geht unser Ruf. Hoho, Alter, ist der gerade zusammengebrochen. Wow. Wie denn du? Nancy Landgrab? Echt jetzt? Okay. Dann du? Seiji Kobayashi. Du bist doch ein Paparazzi gewesen, oder? Vorhin. So, dann gehen wir mal hier. Ich finde die Promi-Tarnung ja so cool. So, was nehmen wir denn da?
Schwedische Massage ist am günstigsten. Massage. Zoe Patel, okay. Genau, fotografiert die, ist viel interessanter als wir. Hey, was willst du hier? Ben Hay, Skibaro, Simona Zero. Hello, shall we be? Hä? Hab ich nicht gerade gesagt, ich will hier Reflexologin, okay. Eine Massage erhalten, eine schwedische von Zoe. Zoe, schwanger. Also kriegen wir das hier heute noch gebacken, dass du machst, was ich will hier, oder was? Muss ich jetzt echt erst da hochgehen? Schwedische Zoe. Geht nicht. Massage. Eine Sportmassage erhalten. Zoe. Geht auch nicht. Der Nachbar hat mir erzählt, dass man von den Tees auf dem schräge Humor nehme. Eine Massage, schwedische Zoe. Ach, sie geht. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Auf Arbeit einfach lesen, hier geht aber gar nicht. Ey, wenn halt mein hier mein Physio auch mal so zärtlich wäre, ne? Ist bei mir nicht der Fall. So, jetzt lässt er sich noch ein bisschen durchwalken. Wie lange dauert das jetzt? Wie sieht denn das aus, was du da machst? Ey, du guckst gar nicht. Ah. Da ist schon ein Loch drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hört sich das, was der da von sich gibt, nicht so toll an. Auf Massage reagieren. Warte, oh, geht's dem jetzt wieder gut, hä? Was romantisch, was bist denn du romantisch? Freundlich. Ah, fröhlich. Was, der, ey, die hat dich gerade begrapscht. Was muss man sich denn da noch vorstellen? Hallo Bam Bam. Bam Bam, was soll das? Heißt, manchmal muss man es nicht verstehen. Oh, ganz vorsichtig fragen, ob sie Single ist. So, nochmal kennenlernen. Was hat sie denn für... Ja. 20 Minuten, ne? Oh, materialistisch.
Geschichte über Sieg über die Mutterpflanze erzählen. Das darf er noch machen, denn er darf aufs Klo gehen. Fumu, Benorf. Oh, but toy, Skiba. Yes. Benib Nitva. Freut sie. Anaklets. Skuma. Oh, Fina. Benosa Batanabe. Ja, tut mir leid, ich muss aufs Klo, sagt Gerd. Was kann man machen? Liegestütze in der Sauna? Wenn sie ihn dann komplett wegbeamt, ist er selber schuld. So, dann darfst du da hingehen. Will der wieder in die Sauna gehen? Nee, du gehst jetzt nach Heme. Also irgendwann hat das mal funktioniert, dass er bevor, wenn er rein ist, erst ein Handtuch umgezogen hat oder einen Bademantel. Wenn er gegangen ist, ist er erst da hingegangen, hat sich wieder normale Klamotten angezogen. Glaubt, das funktioniert? Haben sie irgendwie kaputt gemacht, hä? So, dann darf er jetzt nochmal. Hoppa, hoppa. Oh. Dann darf er Rechnungen zahlen und Post einsammeln. So, wie geht's denn unsere Binge? Die sind immer noch aufgebracht. Sind die vielleicht ein bisschen stinkig, weil wir ihren Honig geklaut haben? Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, Gerd, wenn du erst gegessen hättest und dann daraus gelaufen wärst. Also der Rechnung kannst du machen, aber der Porsche kannst du mit Teller nicht rausholen, oder was? Na denn. Ah, komm schon. Manchmal muss man es nicht verstehen. Kamba, das hast du rausgeholt. Ranger Will Fanpost erhalten. Hochzeitsmeldung. Saskia Breuer und Joaquin Le Gin haben geheiratet. Viel Erfolg euch beiden. So. Bei Jeanne.